habe leider schlechte Neuigkeiten. Unser Versuch, die Behörden zu alarmieren, ist auf technische Schwierigkeiten gestoßen. Laut IT-Abteilung handelt es sich um einen Störsender. Und da zur Deaktivierung das bloße Aus- und Wiedereinstöpseln des Geräts nicht ausreicht, können Sie leider nichts dagegen tun. Hier habe ich eins, hier habe ich eins. Ja, wieder so ein Testlabor. Freiwillige im Schmelzgranaten-Testlabor geortet. Leite tödliche Prüfung ein. Mr. Zukon, oh, wow. Oh, na, den werde ich das Fell über die Ohren ziehen. Oh, mein Schatz. Okay, das war's schon. Hat Mr. Zucker dich schon mal gehört? Hallo. Zack. Zack. Jetzt hat dich Mr. Zucker. Also, was war das? Es gab zwei auf einmal. Ja, jetzt war hier wie auf der Schießbude. So. Hilfe. Ach Mist, ich habe keine. Das ist jetzt schlecht. Nehmen wir den hier. Und tschüss. Gleich so. Geht das kaputt? Oh wow, die Laternen gehen auch kaputt. Jo. Wow. Okay. Da ist noch so ein blöder Roboter. Oh. Mehr blöde Roboter. Ach, geh auch weg. Zack, zack. Und. Da! Ach Mist, hier sind ja noch so eine Viecher. Ihr haut ab. So. Zack. Noch mehr von denen. Damit ist der auch leer. Das war der letzte Block. Okay. Freiwilliger im Hoppelhäschen aufgeortet. Bereit machen zum Spiel mit niedlichen Nagern. Bitte was? Ja, nicht so schlimm. Berichtigung. Der Hoppelhäschenraum wurde nach Sektor 12 verlegt. Leite Auslöschungs- und Zerstückelungsprotokoll ein. War ja klar. Oh, Moment. Zack und bam. Soweit Hilfe. Du hast 4 Laritanium.
Alter. Zack, zack und ab. Jetzt, wo dieser Albtraum vorbei ist, suchen wir den Hoverboard-Parcours. Er muss ganz in der Nähe sein. Okay, hier gibt's nochmal so einen Parcours. Komm in mein Büro. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Gut, was hat denn er hier zu sagen? Wer ist denn das? Ich kann's nicht glauben! Ratchet und Clank hier bei Gadgetron! Ich bin Wendell Lumos. Ich bin Geschäftsführer dieses schönen Unternehmens. Ich bin ein großer Fan Ihrer Waffen, Mr. Lumos. Wissen Sie, ja, Clank ich auch. Und ich arbeiten an der Rettung der Galaxie und brauchen eine Holo-Verkleidung. Ich fürchte, wir führen dieses Produkt nicht mehr. Diese scheußlichen Blag haben unsere Vorräte geklaut. Winziges Sicherheitsproblem, nicht der Rede wert. Wir haben ja noch den Prototypen, aber den gibt es nur als Preis bei unserem Hoverboard-Wettbewerb. Nehmen Sie noch Wettbewerber an? Natürlich, aber wie du siehst, haben wir ein kleines Überschwemmungsproblem. Die Blark haben heute früh den Damm bombardiert. Du hast nicht zufällig einen Hydro-Beamer, oder? Na, aber doch habe ich den. Ah, okay. Gute Nachrichten. Ich habe soeben erfahren, dass unsere Sicherheitsdrohnen alle Gefahren auf dem Hoverboard-Parcours beseitigt haben. Das bedeutet, wir können nun mit dem Wettkampf fortfahren. Okay, na dann würde ich mal sagen, okay jetzt. Ja, Bronze. Auf die Plätze! Wir gehen jetzt Fische. Jetzt auf dem letzten Platz. Mach schon, wir wollen, dass du gewinnst. Denk dran, der Gewinner bekommt unser wertvollstes Produkt, einen Holo-Verkleidungsprototypen. Ja, hier. Oh. Ich weiche auch hier gekonnt allen Boostern aus, ne? Ach, scheiß Fisch. Wow! Ratchet zeigt einen Trick und das Publikum flippt aus! Hier ist auch gar nicht mal so einfach, Erster zu werden, ne? Scheinbar. Ratchet liegt auf dem zweiten Platz. Was auf dem zweiten? Wo ist denn der Erste? Ah, ne, doch, ich bin Erster. Ich kann schon sagen. Ach, das war doof. Ach, Mist. Auf unseren Gewinner wartet eine brandneue Holo-Verkleidung. Jetzt fällt Ratchet zurück. Na komm, hopp, 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 hopp. Ja. Ratchet hat gewonnen! Okay,
Okay, die Strecke ist definitiv nicht so einfach wie die erste. Herzlichen Glückwunsch! Hier ist deine Holo-Verkleidung. Tu mir einen Gefallen. Wenn du sie benutzt, schreib was darüber in den sozialen Medien. Die Kids lieben diese sozialen Medien. Hashtag Gadgetron. Ah ja. Okay, eine neue Trophäe. Elaris, bitte komm. Wir haben die Holo-Verkleidung. Klasse. Geh zum Schiff zurück. Ich gebe unserem Angriffsplan schnell den letzten Schliff. Ich erklär's dir, wenn du da bist. Wir haben die Quali fürs nächste Pokalrennen. Na, dann machen wir das so. Auf die Plätze. Fertig? Los! Ratchet liegt jetzt auf dem letzten Platz. Mach schon, wir wollen, dass du gewinnst. Oh. Das wird Ratchet zurückwerfen. Okay, das fängt nicht gut an. Ist dieser Tunnel da eine Abkürzung oder sowas? Im Souvenirladen von Gadgetron Industries könnt ihr coole T-Shirts ja, Moment, und die offiziellen Gadgetron Korkenzieher kaufen. Okay, war das jetzt eine Abkürzung? Ich glaube schon, ne? Jetzt nicht rein. Ein paar Schwierigkeiten zu haben. Boah, das war knapp. Ratchet schießt nach vorn. Dieser Lombax ist schnell. Ja, komm, hopp. Okay. Ratchet hat gewonnen! Okay, 2 Minuten 13. Okay, dann mal jetzt noch den Gold Cup. Herzlichen Glück auf die Plätze! Fertig? Los! So, auf dem letzten Platz. Mach schon, wir wollen, dass du gewinnst. Jo, oh Gott, Hilfe. Die Galaxie könnte in Gefahr sein, aber doof. Wir könnten auch an einem Goldpokalrennen teilnehmen. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Ganz optimal hier. Oh, da war der blöde Fisch. Ratchet liegt auf dem zweiten Platz. Unsere Zuschauer zu Hause möchte ich daran erinnern, okay, dass hier komme ich jetzt durch. Industries voll und ganz hinter all seinen Produkten steht. Wenn ihr aus irgendeinem Grund mit einem Produkt unzufrieden seid, gilt natürlich unsere Geld-Zurück-Garantie. Was? Warum können wir nicht? Aber andere Firmen machen das.
Sorry, Leute. Aber als ich zurück sagte, meinte ich selbstverständlich Gutschein für einen Gadgetron-Aufkleber. Ratchet schummelt hier nicht, Leute. Das nennt sich Nutzen aus einem Vorteil ziehen. Ganz genau. Er hat erkannt. Ratchet katapultiert sich nach vorn. Ja, Mist. Ah, jetzt fehlt mir der Booster. Oh! Das war eine gute Zeit. Okay, eine Holokarte. 2 Minuten 4. Aha. Da ist es nämlich. Ich musste nämlich... Richtig, genau. Ich habe nämlich 2 Minuten und 5 maximal Zeit für die Silbertrophäe hier und ganz easy geschafft. In Time natürlich, wie man sieht. Aber ganz easy. Ja. 44.000. Können wir ohne ausdrückliches Einverständnis des Vorstands nicht anbieten. Herzlichen Glückwunsch. Du möchtest. Ja, genau. Und ich habe jetzt noch eine Holo-Karte bekommen. Vielleicht ist es ja eine Reader-Karte. Ah, siehst du, sag ich doch. Reader-Karten erhalten. Okay. Fotoanzug. Dann. Ah, fehlen mir noch 2 Reader-Karten. Geil. Und ich kann 2 Stück eintauschen. Komm, mach ich einmal das hier. Skiz laden. Und die Menge an Raritarium, die du verdienst, ist um 5% versteckt worden. Sandheital. Skiz laden. Und dann hier Skid MacMax. Okay, geil. Kommen wir gut voran hier. Also, dass ich das jetzt hier schaffe, hätte ich jetzt nicht so einfach gedacht. Ich habe gedacht, das ja, ist wesentlich schwerer. Okay, wow, hier noch eine. Was habe ich hier drin? Blacks Schnaggelmonster. Okay. Ich denke, wir müssen mich aktivieren. Ja, den kaufe ich mir jetzt auch. Offenbar kannst du den Todeshandschuh aufrüsten. Schaffinator. Das wirst du nicht bereuen. So, hier kriege ich mal meine Munition wieder auf. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 13. Zack. Okay, mehr geht nicht. Weitere inaktive Zukunft können verstaut werden, ohne dass ein Kampf ausbricht und die Munition wird erhöht. Ah, okay. Gut, dafür muss ich jetzt erstmal wieder leveln, damit der höher wird. Hier muss ich auch noch leveln. Der ist immer noch fertig. Schaffinator. Was bedeutet das da? Bonus-Raritarium. Okay, das hört sich doch gut an. Genau. So. Zack, zack, zack. Reichweite wurde auch erhöht, das ist gut. Schmelzgranaten mache ich hier noch mit Einschlagschaden. Einschlagschaden ist immer gut. Okay, gut. Schade, ich würde natürlich jetzt mal gerne ausprobieren, wie das aussieht. Aber hier ist jetzt leider nichts mehr. So, gehe ich jetzt nochmal nach da oben. Vielleicht jetzt mal hier irgendwie irgendwas zu finden. Mal gucken, vielleicht klappt es ja jetzt. Wow,
Ja, so klappt das nicht. Wow, hier. Was ist denn hier die letzte? Oh, wow. Okay, ich lasse das einfach mal hier. Irgendwie ist das hier gerade nicht meins. Warum auch immer. Und warum sind denn hier keine Gegner? Ich will mal einen Scharfinator ausprobieren. Weil ich glaube, der stand ja, wenn ich den Scharfinator einsetze, dann wird der, also dann nehme ich. Weil da stand ja, wenn ich den Scharfinator einsetze, wird der Gegner zu einem Scharf. Also so verstehe ich das zumindest. Und wenn ich den Strahl dann nochmal darauf richte, dann ja, explodiert das Scharf. So verstehe ich das jetzt. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Okay, Schutztruppen. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie wir den Deplanetisator endgültig vernichten können. Wenn wir Ratchet und Clanks Holo-Verkleidung von Gadgetron energetisieren, können sie sich für kurze Zeit die Gestalt von Captain Quark annehmen. Mit dieser Tarnung können sie die Primärschilde des Deplanetisators passieren. Hallo, Bürger. Ich möchte nur kurz in den Kraftraum. Alles klar, Captain. Von da aus müssen sie in den Deplanetisator-Sternknackerraum. Der Deplanetisator nutzt einen Schwerkraftstabilisator, um sich über seinem Ziel auszurichten. Wird der Stabilisator entfernt, driftet der Deplanetisator von seinem Ziel ab und wir können ihn angreifen. Auf Ratchet und Clanks Befehl aktivieren wir die neuen Magnetbooster, drehen den Deplanetisator und retten die Galaxie. Verstanden, Elaris. Sind unterwegs. Okay, das hört sich nach einem Plan an, das machen wir. Kann losgehen, her mit den Koordinaten. Ja, gleich über die Grindchen. Das ja, habe ich jetzt noch nicht so ganz hinbekommen. Achso, hier wieder. Alles klar, dann ab nach da. Die Planetisator. Sieht schon cool aus, das Ding. Okay. Das mit dem Verrat ging jetzt sehr schnell.